Wasser, Wasser. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Ja, da. Wasser, 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 Wasser. Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Tank füllt sich nicht so wirklich toll. Okay. Mehr davon. Wie viel Strom verbraucht ihr eigentlich? Ja, doch schon ein bisschen was, ne? Wie viel Wasser produziert ihr? Sind das da 500er Batzen, die ihr rausschmeißt? 10-mal clean Wasser in einer Zeiteinheit. Wie viel machst du in einer Zeiteinheit? So, das sieht man gar nicht, ne? So ein Wasser. Ich überlege gerade, ob ich jetzt vielleicht doch wieder auf Dytec umschalte. Dass wir erst Dreckwasser haben und es dann filtern. Weil die hier, ne, da brauchen wir echt eine ganze Menge von. Aber dafür sind sie billig in der Herstellung. Wobei das kein Argument sein sollte. Das Argument sollte sein, was ist langfristig am besten und nicht, was können wir möglichst schnell, möglichst billig produzieren. So, mach mal den dahin. Shift rechts, Shift links. So, weil die können wir auch so ineinander stecken, weil die so eine komische Form haben. So. Das sollte jetzt aber langsam reichen, ne? Nö. Krank. Echt krank. Und die Solarpanels arbeiten wieder gar nicht, weil wir eigentlich Nacht haben. Ich bekomme es nur nicht mit wegen den Alienlampen. Okay. Dann halt mehr. Wir sind jetzt schon bei, ja, so viel Stromverbrauch wie, oh, die Lampen verbrauchen auch ganz schön viel. Und wo haben wir 18 Electric Mining Drills, bitteschön? Wir haben doch nur hier bei dem grünen Zeug so ein paar. Beim Silber, ja, okay. Das läppert sich doch ein bisschen. Fühlt sich immer noch nicht. Gut, also der Tank müsste sich füllen, sobald wir Tag haben, weil dann springen ja einige von denen um. Allerdings nicht alle. Wir haben ein paar Always On dabei. Genau die hier. Die müssten eigentlich ersetzt werden durch... Was? Warum seid ihr alle jetzt... Always On? Ich habe doch extra die B-Dinger genommen. Das ist sehr komisch. Und ich glaube, wir brauchen eine Pumpe. Hm. Ja, elektrische Pumpe. Nein, keine elektrische Pumpe. Mist. Wobei, wir können eine elektrische Pumpe hier hin machen. Weil wenn Strom ausfällt, dann arbeiten die hier ja eh nicht. Dann arbeitet die Pumpe auch nicht. Aber wenigstens kann der Tank dann noch leer gemacht werden. Das heißt, wir können mal wieder Probleme hinausschieben, statt sie zu beheben. Und einfach mehr Tanks hier untersetzen. Das heißt, wenn das Ding nachher gut läuft, haben wir eine Weile Zeit, um das zu beheben. Passt du? Ne, passt da nicht mehr hin. Ja, es wird eine Weile dauern, die zu füllen. Hm. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen, bevor der Strom ausgefallen ist? Das war nämlich auch was Wichtiges. Das war Tin, richtig? Richtig. Wir wollten vorbereiten, dass wir einen Außenposten da bauen. Lab Efficiency ist fertig. Das ist sehr schön für dich. Können wir irgendetwas bauen, was uns hilft bei dem Außenposten oder bei dem Stromproblem? Wir könnten noch bessere Solarpanels erforschen. Und noch bessere Capacitor. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich das Rätsel der Lösung ist. Wir hatten die Forschungsanlage schon gebaut, richtig? Richtig. Dann baue jetzt mal doch Speedmodule. Damit wir bei der Wasserproduktion... Ah, schon wieder Stromausfall. Keine Speedmodule. Speedmodule brauchen noch mehr Strom. Erforsch, erforsch. Bist du einfach nur schneller oder bist du auch stromeffektiver? Du verbrauchst 90. Dein Vorgänger verbraucht 50. Crafting Speed 1. Crafting Speed 2. Also wir haben eine Erleichterung von 10 Kilowatt. Weil die nächste Stufe ist doppelt so schnell, verbraucht aber nicht doppelt so viel Strom. Und es ist nur grün und rot. Ja, mach mal. So. Es ist immer noch dunkel.
den Cup mal ganz kurz. Genau, ich würde das gerne einmal drehen. So, so, so. Und den dich gerne woanders hin machen. Damit ich zwischenzeitlich das schneller umstellen kann. Wo sind die unterirdischen Dinger? Da. So, du da, du da. Wasser kommt. Und jetzt kommt das saubere Wasser von da unten. Das heißt, wenn ich zwischenzeitlich mal Probleme habe mit dem sauberen Wasser. Okay, ich brauche hier kurz eine Umstellung. Zack. Angriff von links ist okay. Wenn ich zwischenzeitlich Probleme habe mit keinem Strom und deswegen auch kein Wasser, baue ich jetzt hier direkt Wasser hin. Da. Unterirdisch. Das so hin. Das heißt, wenn von da kein Wasser kommt, dann kappe ich das hier und mache da ein Rohr hin. Da kommt das Dreckwasser von unten, wir kriegen wenigstens ein bisschen Strom. Wenn wir dann später wieder Strom ordentlich haben und wieder sauberes Wasser produzieren, oder sich die Tanks inzwischen gefüllt haben, dann warte ich, bis das komplette Dreckwasser erstmal verpufft ist, also verbrannt ist, verdampft ist, mache dann das hier wieder weg und da wieder hin. Okay, 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 okay. Wasser kommt, Angriff wurde unbeschadet überstanden. Türme haben wir gebaut, richtig? Die ganzen Lasertürme? Lasertürme, die Strom verbrauchen. Das war auch eine echt super Idee von mir. Wir können den Außenposten einfach nicht halten. Ja. Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. So, ja, wir haben 20 Generatoren, die es durchgehend powern, auch am Tag. Oh, das müssen sie aber auch. Bau mal bitte. Wir haben keine grünen Platten. Wir brauchen viel mehr Solarpanels. Weiß nicht, wie das kommt. Eigentlich hatten wir es ja immer so, dass die Solarpanels es eigentlich schaffen, die ganzen Akkus am Tag zu füllen. Aber jetzt schaffen sie es kaum mit 20 Dingens im Anschluss. 20, ne? Steam Engines. Brauche ganz viele davon. So, und mach die mal hier weg. Das war zwar eine ganz lustige Idee, aber wir können uns das nicht leisten, das jetzt zu replizieren. Das kostet zu viel Strom. Du kriegst jetzt einfach das, was wir noch hier haben an Steinen. Und ich setze auch keinen Drill hier hin, weil wir auch dafür nicht wirklich genug Strom haben. Das ganze alte Zeug regt mich auf. So, die werden die Hauptstromfresser sein. Kann ich momentan aber nicht wirklich ändern. Will ich auch gar nicht. Wir brauchen das Zeug. Hier könnten wir Chips abholen, will ich aber... 7. Ah, habe ich nicht beschränkt, oder? Ne, beschränkt mal auf das da. So. Solarpanels sind da, okay. Bau, 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 Solarpanels. Ganz viele Solarpanels. Dip, 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 dip. Muster. Das war der Angriff von eben, glaube ich. Ja, keine Repair-Bots, dann sieht man immer sofort, wo er gemacht wurde. Ja, Roboter. Wir werden bald Roboter haben. Roboter werden durch die Lüfte fliegen. Humbug. Alles Humbug. Dauert alles viel, viel länger, als ich dachte. Und ist viel, viel problematischer. Und ist gar nicht so überpowert, wie ich dachte. Vor allem habe ich jetzt auch die nächste Hiobs-Botschaft erhalten, dass selbst die Vanilla-Biter mit der Zeit jetzt immer stärker werden. Das heißt, auch Big-Biter können später eine Basis zerlegen. Ja... Sehr schön. Strom? Reicht immer noch nicht, um komplett alles, ne? Nur mit Solarpanels zu machen. Müssen wir ja aber auch gar nicht. Es war nur eine schöne Idee von mir, dass wir alles mit Solarpanels machen. Aber wir haben ja schon recht früh dann gemerkt, dass das nicht geht. Und dass wir die Ergänzung von den Steam Engines brauchen, zumindest in der Nacht. Auch die Erkenntnis müssen wir jetzt wahrscheinlich revidieren, dass wir auch nachts und tags und wann auch immer noch sogar mehr Steam Engines brauchen. So, den Bohr hätten wir erforscht. Den nächsten mache ich nicht wegen blauen Tränken. Nein. Landminen. Nein. Wir haben noch keine Module, das brauchen wir nicht. Close Inserter und so weiter. Oh, very fast inserted. Die hätte ich gerne. Ja, dann machen wir das da. Gut.
So, wie viele Solar Panels hast du inzwischen hergestellt? 4 Stück. Ah, das ist nicht dein Ernst. Weg mit dir. So, du kannst auch abgebaut werden. Hier ist jetzt noch Tinerz drin. Wir haben, glaube ich, hinten auch noch Tinerz. Da schnappe ich mir jetzt mal derweil. Die sind alle, ja. Blei haben wir genug. So, die Drills, davon arbeiten die meisten gar nicht. Mach dich mal weg. 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 Weil die ja, glaube ich, auch Passivstrom verbrauchen. Und das ist nicht so toll. So, ihr macht gerade gar nichts. Gar nichts ist nicht gut. Dann hätte ich gerne, dass ihr Steinsiegel für mich herstellt, die ich alle weggetan habe, richtig? Richtig. Ach ja. Okay, gib mir Tin. Nimm hier noch die Tinplatten. Die Tinplatten verteile ich jetzt. Danach verteile ich das Tinerz. Dann hole ich mir irgendwo Stein und baue ich hier doch den Drill wieder auf, weil wir brauchen noch Stein. Dun, dun. Dun. Da rein. Ja, den Stein hole ich mir nachher ab. Gut, 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 gut. Also Tin. Wer braucht Tin von euch? Du brauchst Soldering-Zeug. Du brauchst Tin. Du hast aber eigentlich für eine Weile genug Tin. Du brauchst nur das Draht. Du brauchst Tin und du hast kein... Ah doch, du hast einen Zulauf von dem Fließband. Also solange auf dem Fließband genug drauf ist, kriegst du das auch. Das war's eigentlich schon, ne? Okay. Also ich setze einfach mal wieder eine Holzkiste irgendwo hier hin. Da zum Beispiel. Und die bappt jetzt das Tin, sobald es gebraucht wird, darauf. Und ein Stack behalte ich für den Eigenbedarf. Okay, okay. Du hast kein Kupfer. Bitteschön. Das ist gut, aber wir haben schon langsam genug von den Chips da. Das ist komisch. Und jetzt wollte ich das Tin erst noch hier oben abliefern, wo es bisher eingeschmolzen wurde. Also hier. Damit die beiden auch durchgehend weiter Tin Platten produzieren. Und das könnte noch eine ganze Weile reichen. Okay, also den Außenposten kann ich ein bisschen vorschieben. Also nach hinten verschieben. Und es ist wieder Nacht. Mami, ich will nicht Nacht. Okay, Konzentration. Wir müssen noch Sachen holen und abliefern. Ich sehe gerade Kohle im Inventar. Kohle sollten wir wahrscheinlich hier abliefern, weil die Fuel Blocks jetzt mehr verbraucht werden. Genau. Also Kohle, bam. Ihr habt immer noch nicht genug gutes Wasser. Willst du mich veräppeln? Und dafür brauchen wir Bronze. Wir haben kein Bronze. Okay, bau die normalen Dinge. Dann müssen wir in diesem einen komischen Schmelzofen, diesem blauen, das Ding da, Bronze herstellen. Also aus Kupfer und Tin. Ist da schon einer von fertig von euch? Nee, doch da. Seid doch angeschlossen, richtig? Okay, dann Pumpe. Ah, das ist Hammer. So was von. Ja, okay. Kupfer und Tin haben wir beides dabei. Nicht besonders viel Tin. Kupfer und Tin haben wir dabei. Das heißt, wir brauchen nur diesen komischen Schmelzofen. Ich glaube, der macht gerade für uns irgendwas anderes. Und erforscht bitte die... Oh. Oh. Was ist das? Move Compression Chest? Achso, nee, danke. Wir können Edelsteine replizieren. Ernsthaft? Ja, aber ist trotzdem alles zu Hightech für uns gerade. Na, was? Addition to an Assembly Machine. Set Request Slot to... Nein, das ist Roboterkram. Uran Processing? Es wurde mir schon angeraten, einen Atomreaktor zu bauen. Auch wenn das sehr gefährlich klingt.
Und ich keine Ahnung habe, wie sowas funktioniert. Oh Gott. Und die können bestimmt explodieren. Also lassen wir das erstmal. Und erforschen Laser Turret Damage. Genau, weil wir dadurch nicht so viel Strom verbrauchen wie durch die Shooting Speed. Glaube ich. So, was, wie, wo? Bronze. Hier.